Bei der CPU-Installation ist es ganz wichtig, dass ihr extrem behutsam und sehr vorsichtig die CPU in den Sockel einsetzt, um ihn nicht zu zerstören. Um sie einzusetzen, einfach diesen kleinen Metallhaken aus seiner Fassung mit bisschen Druck rausziehen und dann nach oben langsam ablassen. Nun kippt ihr ihn etwas nach hinten, um die Abdeckung zu öffnen. Nun setzt ihr die CPU mit der goldenen Ecke zur goldenen Ecke auf dem Mainboard ein. Nutzt am besten nicht das mitgelieferte CPU Easy Installation Kit, denn das, wie ihr seht, bringt leider gar nichts. Macht es lieber vorsichtig mit der Hand, das erzielt den gleichen Effekt. Zum Befestigen der CPU den Hebel einfach mit etwas mehr Druck nach unten drücken und in seine Fassung bringen. Pass auf, dass er dabei nicht nach oben schnalzt. Nun wird die Backplate des CPU-Lüfters am Mainboard befestigt. Am besten ihr macht das mit vier Händen, dann kann auch nichts schief gehen. Nun werden die Abstandshalter an den hochstehenden Schrauben der Backplate befestigt. Tragen wir noch die mitgelieferte Wärmeleitpaste des CPU-Lüfters auf die CPU. Achtet dabei, dass ihr nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel nimmt. Es ist immer gut, erbsengroß zu verwenden. Jetzt wird der CPU-Kühler noch mit den Schrauben am Mainboard befestigt. Danach wird der Lüfter noch mit den zwei Außenklemmen am Kühler befestigt. Dann steckt ihr das Stromkabel des Lüfters an einen CPU-Fan 3-Pin-Stecker an eurem Mainboard. So sieht das Ganze dann von der Seite aus und wir haben Glück, bei uns steht der CPU-Lüfter nicht über den Rahmenriegelsteckplätzen. Wenn das bei euch der Fall ist, steckt sie einfach, falls ihr die Möglichkeit habt, etwas weiter nach hinten. Beim Rahmenriegel einsetzen darauf achten, dass ihr ihn richtig rum einsetzt. Normalerweise könnte man ihn nicht falsch rum einsetzen, da er dann auch nicht reingeht, also probiert es erst gar nicht, wenn es nicht passt. Bevor ihr den Rahmenriegel allerdings einsetzt, immer darauf achten, dass alle Verschlusshaken geöffnet sind. Bei diesem Mainboard müssen wir allerdings nur eine Seite öffnen. Nun kommt der zweite, genauso wie der erste, in den grauen Schacht. Auch hier zuerst den Verschlusshaken öffnen. Kontrolliert lieber nochmal, bevor ihr ihn reindrückt, ob er richtig rumsitzt. Nun wird die Blende eures Mainboards am Gehäuse angebracht. Hierzu einfach so lange rumdrücken, bis es Klick macht. Nachdem ihr euer Mainboard fest am Gehäuse verschraubt habt, setzt ihr euer Netzteil ein. Ich empfehle euch, das immer nach dem Mainboard-Einbau zu machen. Wenn ihr es richtig ausgerichtet habt, dann schraubt es fest. Auch wenn es noch immer etwas chaotisch aussieht, aber das Kabelmanagement haben wir schon zum Teil erledigt. Jetzt werden erstmal alle Festplatten eingebaut. Bei uns kommt zuerst die SSD in den 2,5 Zoll Schacht des Gehäuses. Bei uns schraubt ihr sie noch kurz fest und dann kommt die nächste. Jetzt kommt die SSD in den 3,5 Zoll Schacht. Da bei diesem Gehäuse bei dem 3,5 Zoll Schacht ein Easy Festplatten Installation Verschluss dabei ist, wird sie mit diesem auch befestigt. Bevor ihr eure Grafikkarte in den PCI-Steckplatz des Mainboards einbaut, guckt, dass keine Kabel im Weg sind.
Passt vor allem bei so einer großen Grafikkarte beim Einbau auf, dass ihr mit ihr nichts irgendwie beschädigt. Dann wird sie noch mit einer Schraube an der Gehäuserückwand befestigt, damit sie stabil steht. Schaut vor allem, bevor ihr sie einbaut, welche Slotblenden ihr entfernen müsst.